Herzlich willkommen zu Folge 322 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 13. November 2024. Mein Name ist Finn Hohnschwert und mir zugeschaltet ist mein Kollege Patrick Barners. Guten Morgen, Herr Barners. Hallo, Herr Hohnschwert. Hinter uns liegen wirklich ereignisreiche Tage, kann man sagen. Also seit dem letzten Einspruch-Podcast ist politisch und natürlich auch juristisch in Deutschland und der Welt einiges passiert. Wir mussten uns bei der Planung des Podcasts also wirklich sehr bemühen, uns auf die wichtigsten Themen zu begrenzen. Und gleich zu Beginn wollen wir über das Ende der Ampel und den voraussichtlichen Weg zu Neuwahlen sprechen. Wer den Podcast in der vergangenen Woche gehört hat, wird sich daran erinnern, dass wir eingangs schon ganz abstrakt über die verschiedenen rechtlichen Szenarien gesprochen haben, die zu einem möglichen Ende der Ampelregierung führen könnten. Das war allerdings am Mittwochvormittag, also zu einem Zeitpunkt, zu dem es die Ampel noch gab. Erst am späten Abend desselben Tages und somit nach Ausstrahlung der letzten Folge stand dann also fest, dass die Regierung tatsächlich auseinanderfällt. Und wir wollen deshalb heute ganz in Ruhe uns damit befassen, wie es jetzt ganz konkret weitergehen soll. Und wir schauen dabei natürlich ganz speziell darauf, was das Grundgesetz zum weiteren Vorgehen sagt. Und anschließend werden wir uns über die Wahlen in den Vereinigten Staaten und deren Folgen unterhalten, uns insbesondere ansehen, wie sich die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten auf seine noch laufenden Gerichtsverfahren auswirken wird. Dann gibt es natürlich auch noch, wie immer in den Folgen, in denen ich mitwirken darf, den juristischen Literaturtipp in dieser Woche mit dem Buch Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934 von Jens Biski. Und zum Schluss der Folge gibt's wie immer auch das gerechte Urteil, das in dieser Woche aus Karlsruhe kommt, genauer gesagt vom Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich die Massenüberwachung von internationaler Kommunikation durch den Bundesnachrichtendienst sich näher angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass einige der gesetzlichen Regelungen verfassungswidrig sind. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, daneben ist natürlich noch viel mehr in den letzten Tagen passiert. Das Verfassungsgericht hat zum Beispiel gestern über den Soli verhandelt oder beim BGH begann das erste Leitverfahren überhaupt zum sogenannten Facebook-Datenleck. Die Themen können wir aus zeitlichen Gründen zwar nicht im Podcast besprechen, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, darüber in unserem wöchentlichen Briefing das in Ruhe nachzulesen. Und dafür möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich die Werbetrommel rühren. Unser Briefing wird jeden Freitag um 13 Uhr verschickt. Sie können sich dafür auf unserer Website faz.net/Einspruch jederzeit anmelden. Wir würden uns freuen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch zum Ende der Ampelregierung und dem Weg zu Neuwahlen. Vor einer Woche wussten wir im Podcast noch nicht genau, ob und wenn ja, wie es zu einem Ende der Ampelregierung kommen würde. Wir haben uns deshalb noch etwas abstrakt die verschiedenen rechtlichen Szenarien angeschaut. Mittlerweile ist das Ampelaus besiegelt und wir wissen sogar schon in groben Zügen, wie es weitergeht. Wir setzen deshalb jetzt nochmal die juristische Brille auf und schauen uns detailliert an, was das Grundgesetz zur aktuellen politischen Lage und dem weiteren Vorgehen sagt. Dabei wollen wir chronologisch vorgehen. Wir starten also mit dem Bruch der Ampelkoalition am vergangenen Mittwochabend. Da gab es eine dramatische, auch unterbrochene Sitzung des Koalitionsausschusses, an deren Ende Olaf Scholz, der Bundeskanzler, dann Christian Lindner, verkündete, er werde ihn als Finanzminister entlassen. Auf diese Mitteilung hin haben dann die beiden FDP-Minister Buschmann und Stark-Watzinger in Solidarität gegenüber ihrem Parteichef ebenfalls um ihre Entlassung nachgesucht. Eine Überraschung war, dass Verkehrsminister Volker Wissing aus der FDP ausgetreten ist. Er übernahm dann bei der Neuverteilung der vakanten Ministerien zusätzlich noch das Justizministerium von Marco Buschmann. Politisches Ergebnis: Wir haben eine Rumpfregierung, bestehend nur noch aus SPD und Grünen und dem parteilosen Doppelminister Wissing. Ja, und dass der Bundeskanzler seine Minister überhaupt entlassen darf, ist relativ unstreitig. Das besagt nämlich ganz ausdrücklich Artikel 64 des Grundgesetzes. Da steht nämlich, die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Diese formale Entlassung durch Bundespräsident Steinmeier auf Vorschlag des Bundeskanzlers fand dann auch tags darauf direkt statt. Am vergangenen Donnerstag haben sich nämlich Lindner, Buschmann und Stark-Watzinger ihre Entlassungsurkunden im Schloss Bellevue abgeholt.
hätte eigentlich auch eine Mehrheit des Bundestages sagen können, wir schauen uns den Streit der Ampel nicht länger an und verlangen die Entlassung der Minister oder vielleicht zumindest dieses renitenten Verkehrsministers Wissing? Ja, also die Frage ist in der Tat relativ leicht zu beantworten, denn diese Möglichkeit gibt es nicht. Das sieht unsere Verfassung ganz ausdrücklich nicht vor. Der Bundestag kann also einzelne Bundesminister nicht aus eigenen Stücken sozusagen aus dem Amt drängen. Es gibt natürlich die Möglichkeit des konstruktiven Misstrauensvotums aus Artikel 67 Grundgesetz. Das bezieht sich allerdings wirklich nur auf den Bundeskanzler und eine Aufforderung der Mehrheit des Bundestages eben gegenüber dem Bundeskanzler, dass er eine oder mehrere Bundesminister entlassen soll, hätte höchstens die Qualität eines einfachen Parlamentsbeschlusses. Der wäre für den Bundeskanzler aber rechtlich nicht bindend. Gehen wir in der Chronologie weiter. Nach dem Ausscheiden der FDP aus der Regierungskoalition ist, wir erinnern uns aus den Geschichtsbüchern an 1982, das Ende der Regierung Schmidt, respektive deren Fortbestand als Rumpfregierung, nur mit SPD-Ministern, verbleibt diesmal also wieder eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament, eine sogenannte Minderheitsregierung. In einigen Bundesländern finden derzeit ja auch Verhandlungen statt über Regierungsbildungen. Und Minderheitsregierung, ja, das ist in Deutschland somit einem gewissen Stigma behaftet. Es klingt natürlich schon vom Begriff her nach einer schwächeren Regierung als eine Mehrheitsregierung. Aber was sagt das Grundgesetz eigentlich dazu? Ist es wirklich eine Regierung minderen Rechts sozusagen? Ja, unsere Verfassung steht so einer Minderheitsregierung in der Tat nicht im Wege. Das heißt, Kanzler und Minister besitzen dieselben Rechte und Pflichten, als wären sie mit der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages gewählt worden. Der Grund, warum die Minderheitsregierung aber in der Praxis so selten vorkommt, ist natürlich, dass sich die Minderheitsregierung ganz klar auf die praktische Arbeit im Parlament auswirkt. Denn die Minderheitsregierung ist natürlich bei sämtlichen Abstimmungen, die die einfache Mehrheit voraussetzen, auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Das heißt, sie muss sich entweder Stimmen aus dem Oppositionslager verschaffen oder zumindest Teile von diesen zur Enthaltung bewegen. Und wenn wir uns die aktuelle politische Lage im Land anschauen, ist das ja alles andere als selbstverständlich. Oppositionsführer Merz hatte ja zuletzt öffentlich erklärt, die Unterstützung der Minderheitsregierung so lange zu verweigern, bis Scholz im Parlament eben die Vertrauensfrage gestellt hat. Scholz könnte also rein theoretisch bis zum Ablauf der laufenden Legislaturperiode im Herbst kommenden Jahres ohne Mehrheit im Parlament weiter regieren. Solange sich im Bundestag keine Mehrheit für ein konstruktives Misstrauensvotum findet, kann ihn niemand daran hindern. Vielleicht kann man auch anmerken, das ist auch sozusagen keine entsprechende Verpflichtung umgekehrt für den Oppositionsführer gibt, ein solches konstruktives Misstrauensvotum herbeizuführen, also die Probe zu machen, ob vielleicht eine alternative Regierungsmehrheit im Parlament vorhanden ist. Der Oppositionsführer gilt zwar als Kanzler im Wartestand, aber daraus ergeben sich keine rechtlichen Pflichten. Wir haben ja mitbekommen, Friedrich Merz ist aufgefordert worden, er solle sozusagen doch jetzt mutig sein und ein konstruktives Misstrauensvotum auf die Tagesordnung setzen. Aber dass er sich ausrechnet, dass eine solche Mehrheit dann höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt, dann eben nur mit Stimmen der AfD und nicht etwa nur mit Stimmen abtrünniger Abgeordneter aus der noch regierenden Regierung zu erreichen wären. Das kann man ihm vielleicht politisch irgendwie vorwerfen, aber daraus kann man ihm keinen verfassungsrechtlichen Strick drehen. Und ein Selbstauflösungsrecht des Bundestages, wo dann eine Mehrheit des Bundestages eben tätig würde, ohne den Regierungschef zu ersetzen, das sieht unsere Verfassung anders als die der Weimarer Republik, auf die wir ja später noch, wenn es um das Buch von Jens Bisky geht, zu sprechen kommen werden. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor. Ja, Herr Hohenschwert, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie Scholz, der jetzt keine Mehrheit mehr hat, Gesetze durchbringen könnte, ohne dann im Einzelfall eine tatsächliche Mehrheit zu bekommen für ein Gesetz?
Ja, das ist tatsächlich juristisch sehr interessant, denn die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Das regelt nämlich Artikel 81, ein Artikel, der relativ geringe praktische Relevanz hat, bisher nämlich noch nie zum Einsatz gekommen ist, aber den sogenannten Gesetzgebungsnotstand regelt, also eine wirkliche verfassungsrechtliche Ausnahmeregelung. Die kann nämlich dann in Kraft treten, wenn der Bundeskanzler, so wie jetzt, über keine Mehrheit im Parlament verfügt und dann eine Vertrauensfrage stellt, die negativ beantwortet wurde. Der Bundespräsident gleichwohl den Bundestag nicht auflöst, zum Beispiel aufgrund von innerer oder äußerer Krisen. Das ist ja möglich. Wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, welche Rolle der Bundespräsident im Rahmen der Vertrauensfrage einnimmt. Und für diese Zeit, also zwischen negativer Vertrauensfrage und bis hin zu einer möglichen Auflösung des Bundestages, kann eben dieser Gesetzgebungsnotstand erklärt werden. Und in der Theorie läuft das Ganze wie folgt ab. Ein bestimmtes Gesetz, das der Bundeskanzler als dringlich bezeichnet, wird vom Bundestag abgelehnt. Daraufhin bittet der Bundeskanzler den Bundespräsidenten darum, den Gesetzgebungsnotstand auszurufen. Neben dem Bundespräsidenten gibt es aber noch eine weitere Kontrollinstanz. Das ist nämlich der Bundesrat. Der muss dem Ganzen auch noch zustimmen. Er ersetzt also sozusagen die Zustimmung des Bundestages. Und wenn es dazu kommt, dass eben die Zustimmung von beiden, also von Bundespräsident und von Bundesrat erteilt wurde, dann kann eben tatsächlich dieses besonders dringliche Gesetz ohne Mehrheit im Parlament beschlossen werden. Und wie vorhin schon gesagt, in der bundesdeutschen Geschichte ist es dazu bislang noch nicht gekommen, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass es eben noch keine Krisensituation gegeben hat, in der die Anwendung sinnvoll gewesen wäre. Also wenn eine Bundesregierung ihre Mehrheit im Bundestag verloren hat, wurde bisher entweder eine neue Koalition im Wege eines Misstrauensvotums gebildet, oder aber der Bundestag wurde nach einer negativen Vertrauensfrage sofort aufgelöst. Und nach letzterem sieht es ja auch aktuell aus. Olaf Scholz hat dann ja auch am vergangenen Mittwoch, auch in der Rede, die er dann nach der Entlassung Lindners gehalten hat, angekündigt, auf jeden Fall die Vertrauensfrage stellen zu wollen, mit dem Ziel, dann die Neuwahlen herbeizuführen. In den vergangenen Tagen waren wir dann Zeugen solcher taktischer Spiele, die aber auch wiederum zur Realität des Parlamentarismus, wie er vom Grundgesetz geregelt wird und prinzipiell auch gewollt ist, auch mit seinen Spielräumen, haben wir erlebt, dass es da so ein taktisches Spiel, ein Hin und Her gab um den Termin der Vertrauensfrage und den dann davon auch abhängigen Wahltermin. Und jetzt haben wir dann erfahren, ja, es hat jetzt eine Einigung der beiden großen Fraktionen im Bundestag gegeben und es soll am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt werden. Aber wir betrachten hier die Sache ja von der verfassungsrechtlichen Seite her, schalten wir also nochmal einen Schritt zurück. Eine Vertrauensfrage, wie läuft sie nach der Konzeption des Grundgesetzes ab? Ja, die Vertrauensfrage ist im Grundgesetz in Artikel 68 geregelt und der Fall, der sich aktuell in Berlin abzeichnet, ist der Unterfall der sogenannten unechten oder auflösungsgerichteten Vertrauensfrage. Im Gegensatz zur echten Vertrauensfrage bezweckt der Bundeskanzler damit nämlich nicht, sich vom Bundestag das Vertrauen aussprechen zu lassen, um dann eben gestärkt weiter regieren zu können, sondern er will den Bundestag auflösen und damit eben Neuwahlen herbeiführen. Und die Frage, ob und wann der Bundeskanzler dem Bundestag die Vertrauensfrage stellt, steht wirklich ganz allein im Ermessen des Bundeskanzlers. Er kann sich von niemandem dazu zwingen lassen. Allerdings kann natürlich, und das war ja auch dieser Tage zu beobachten, die Opposition politischen Druck auf den Bundeskanzler ausüben, indem sie etwa, wie jetzt jüngst Friedrich Merz, die Zustimmung zu besonders bestimmten Gesetzesvorhaben der Minderheitsregierung eben versagt. Hat der Bundeskanzler dem Bundestag dann aber die Vertrauensfrage gestellt, läuft der in der Verfassung vorgesehene Mechanismus ab und die Abstimmung hat stattzufinden. Diese Abstimmung kann aber nicht sofort stattfinden, sondern frühestens nach 48 Stunden. Das steht in Artikel 68 Absatz 2. Man sieht daran, dass im Grundgesetz daran gelegen ist, so etwas wie eine Überrumpelung der Abgeordneten zu verhindern. Also es soll offenbar verhindert werden, eine Situation, die man sich ausmalen kann, Tumulte in einer Regierungsfraktion. Der Bundeskanzler erklärt, ich stelle die Vertrauensfrage,
lässt den Bundestagspräsidenten das Plenum zusammenrufen und dann wird abgestimmt. So kann es nicht gehen, dieses Vertrauen, das ausgesprochen wird oder eben auch verweigert wird. Das soll schon ein Akt sein, wo die maßgeblichen Kräfte im Bundestag und jeder einzelne Abgeordnete dann auch zumindest darüber nachgedacht hat. Daher diese 48-Stunden-Frist. Ja, es sieht jetzt so aus, nach dem, was wir gestern erfahren haben, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage am 11. Dezember stellen wird. Dann könnte am 13. Dezember der Bundestag abstimmen. Nach den derzeitigen Planungen, das sind dann ja auch praktische Fragen, wann tritt der Bundestag vielleicht sowieso schon zusammen, was kommt, wir nähern uns Weihnachten, was kommt dann den lebenspraktischen Planungen der Abgeordneten, die auch weitergehen, entgegen. Also politisch ist jetzt vorgesehen und dem steht vom Grundgesetz, von der Fristenregelung in Artikel 68 nichts entgegen, dass am 16. Dezember dann die Abstimmung stattfindet. Ja, wir wissen nun, Scholz verfügt nicht über die Mehrheit im Parlament und es wird sich übrigens dann auch diese Frage nicht stellen, die 2005 beim Ende der Regierung Schröder sich stellte und dann ja auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigte, ob die Regierung vielleicht doch eine Mehrheit gehabt hat noch, aber so tat, als hätte sie keine Mehrheit. Also bei dieser unechten Vertrauensfrage, da kann man vielleicht auch noch mal unterscheiden. Unecht in dem Sinne, in dem Sie, Herr Hohenschwert, es eben angesprochen haben. Die wird jetzt auch hier vorliegen. Sie zielt gar nicht darauf, dass sie positiv beantwortet wird. Und zwar in der realistischen Einschätzung, dass die Mehrheit eben nicht vorhanden ist. Und dann ist die Vertrauensfrage auch von der Logik des Grundgesetzes eben ein Türöffner zu Neuwahlen. Da ist nichts Manipulatives dabei. Die andere Variante, dass vielleicht eben doch noch eine Mehrheit da wäre, die dann aber fingiert, dass sie gar nicht mehr handlungsfähig ist. Da ist immer gesagt worden, ja, das ist eigentlich problematisch. Das Grundgesetz möchte eigentlich doch, dass weiter regiert wird und möchte Neuwahlen erschweren. Das ist ein ganz eigenes Thema, das können wir jetzt hier nicht ausdiskutieren, die Situation von 2005. Auch deswegen einfach, weil sie politisch hier diesmal nicht gegeben ist. Es ist ja ganz offenkundig, dass die Mehrheit der Scholz-Regierung im Bundestag nicht mehr existiert. Also gehen alle natürlich davon aus, dass es diese negative Antwort auf die Vertrauensfrage geben wird. Dann wieder ins Rechtliche gesprungen, dann kann der Kanzler den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Rechtlich muss er das nicht tun. Er kann also theoretisch auch mit seiner Minderheitsregierung weitermachen oder theoretisch versuchen, eine neue Koalition zu bilden. Aber das wäre dann sicherlich politisch gesehen eine Volte zu viel. Olaf Scholz wird den Bundespräsidenten darum ersuchen, den Bundestag aufzulösen. Genau, davon ist wohl auszugehen und daraufhin hat der Bundespräsident, wir haben es vorhin schon angedeutet, eben seinerseits einen Ermessensspielraum. Er kann dieses Ersuchen annehmen oder ablehnen. Das rückt eben die Rolle des Bundespräsidenten dann sicherlich in den Vordergrund und ist auch ein Grund dafür, warum wir dieser Tage so viel von Steinmeier hören und der ja auch zahlreiche Vertreter aus den Regierungs- und Oppositionsparteien zu sich ins Gespräch ins Schloss Bellevue geladen hat. Bei seiner Prüfung, bei seinem Ermessensspielraum hat er einen eigenen, also einen wirklich unabhängigen Ermessensspielraum. Er ist nicht an die Einschätzung des Bundeskanzlers gebunden. Er kann sich also wirklich ein ganz, ganz eigenes Bild von der Lage machen und prüft eben, ob seiner Einschätzung noch der Bundeskanzler eben das Vertrauen des Bundestages genießt oder nicht. Dafür gelten auch wiederum Fristen nach dem Grundgesetz. Er hat dafür 21 Tage Zeit. Danach muss er zwingend das Ersuchen ablehnen oder auch annehmen. Lehnt er die Auflösung ab, bleibt es bei der Minderheitsregierung, löst er den Bundestag auf, kommt es hingegen zur Neuwahl. Der Begriff der Auflösung ist an dieser Stelle vielleicht etwas misslich. Also es ist tatsächlich nicht so, dass wenn Bundespräsident Steinmeier dann zu der Entscheidung kommt, dass er das
Auflösungsersuchen des Bundeskanzlers annimmt, der Bundestag sofort aufgelöst ist, sondern streng genommen ist das nur der Startschuss für die dann stattfindenden Neuwahlen. Der Bundestag in seiner bisherigen Konstellation bleibt also weiterhin bestehen und kann auch noch weiterhin tagen, debattieren und Gesetze beschließen. So viel also nochmal vielleicht zur Terminologie, die an der Stelle etwas irreführend ist. Allerdings muss bei der Neuwahl, bei der Festlegung des Termins für die Neuwahl, die eben durch den Bundespräsidenten stattfindet, auch eine Frist nach dem Grundgesetz beachtet werden. In Artikel 39 des Grundgesetzes steht nämlich, dass die Neuwahl innerhalb von 60 Tagen erfolgen muss. Ja, das war ein sehr wichtiger Hinweis, glaube ich, gerade zur Terminologie. Herr Hohenschwert, Sie haben da so ein bisschen das Pathos jetzt aus der Regierungskrise herausgenommen, die wir gerade erleben. Denn solche Regierungskrisen sind eben auch dafür gedacht, dass sie dann wieder mit den Mitteln des Grundgesetzes gelöst werden. Auch ein aufgelöster Bundestag, haben Sie gerade gesagt, besteht fort. Man kann sich das also nicht so vorstellen wie dieser Koalitionsausschuss letzte Woche, dieses Ad-hoc-Gremium, was als solches im Grundgesetz nicht vorgesehen ist, deswegen natürlich nicht illegitim, aber da wissen wir nun, das hat da zum letzten Mal getagt und wird in dieser Konstellation nicht mehr zusammentreten. Ja, zu diesen Regeln dann einer auch durchaus absehbaren Auflösung und Beendigung von Krisen gehören Kompetenzen, Ermessensspielräume und deren Grenzen und insbesondere auch Fristen. Und da kann man jetzt hier bei unserem Thema zwei Arten von Fristen unterscheiden. Anders als die Mindestfrist von 48 Stunden zwischen Antrag und Abstimmung über die Vertrauensfrage sind die 21-Tage-Frist des Bundespräsidenten und die 60-Tage-Frist für die Neuwahlen Höchstfristen. Das heißt, die beiden Vorgänge dürfen nach der Konzeption des Grundgesetzes, wenn wir sie zusammenrechnen, maximal 81 Tage in Anspruch nehmen. Aber es darf natürlich auch schneller vonstatten gehen. Genau, und wie schnell es stattfindet, war jetzt eben Gegenstand hitziger Diskussion in den letzten Tagen. Wenn es dabei bleibt, Stand jetzt, wir zeichnen wieder am Mittwochvormittag auf, haben eben die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU entschieden, dass die Neuwahlen am 23. Februar stattfinden und der Bundestag am 16. Dezember über diese Vertrauensfrage abstimmt. Würde diese 81-Tages-Höchstfrist wohl nicht voll ausgeschöpft werden, denn dazwischen lägen, wenn ich richtig gerechnet habe, rund 69 Tage. Bei der vorläufigen Festlegung dieses Plans, dieses Wegs zu Neuwahlen, haben aber sicherlich auch praktische Gründe eine Rolle gespielt. Denn die für die Durchführung der Bundestagswahlen zuständige Bundeswahlleiterin Ruth Brandt hatte ja in den letzten Tagen Bedenken geäußert im Hinblick auf vorschnelle Wahlen im Januar. Dienstagmorgen erklärte sie dann, dass eine Bundestagswahl im Februar wohl durchaus realisierbar wäre. Dabei wird sie sich aber sicherlich nicht nur Fragen gestellt haben, die ja auch Gegenstand öffentlicher Diskussionen waren, ob eben ausreichend Papier für die Wahlzettel oder Wahlbenachrichtigung verfügbar sind, sondern hier werden auch juristische Gründe eine Rolle gespielt haben, denn es gibt für die Wahlvorbereitung wiederum gesetzliche Fristen, die zwingend gewahrt werden müssen. Das Bundeswahlgesetz schreibt nämlich Mindestfristen vor, die teilweise mit den grundgesetzlichen Fristen in dieser Ausnahmekonstellation, in der wir uns derzeit befinden, stellenweise kollidieren. Um ein Beispiel zu nennen, die Parteien, die zur Bundestagswahl antreten möchten, müssen ja den zuständigen Kreis bzw. Landeswahlleitern ihre Wahlvorschläge für die Direktkandidaten und die Landesliste spätestens am 69. Tag vor der Wahl übermitteln. Und noch knapper wird es für die Kleinstparteien. Die müssen den Bundeswahlleiter nämlich am 97. Tag vor der Wahl anzeigen, dass sie eben an der Wahl teilnehmen wollen. Ja, die Lösung, die jetzt gefunden wurde und zur Anwendung kommt, ist Paragraph 52 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes geregelt. Da steht nämlich, dass diese Fristen im Bundeswahlgesetz notfalls per Rechtsverordnung durch das Bundesinnenministerium verkürzt werden können. Und ein Sprecher des Innenministeriums hat jetzt auch schon angekündigt, dass man hiervon eben Gebrauch machen wird. Sie sagten eben schon, bis die Neuwahlen stattgefunden haben und sich ein neuer Bundestag konstituiert hat, bleibt der aufgelöste Bundestag immer noch weiter bestehen. Es gibt also kein Interregnum, keine parlamentslose Zeit,
Das folgt aus Artikel 39 des Grundgesetzes. Und analog gilt, auch die Bundesregierung bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Kanzler gewählt und seine Minister ernannt wurden. Wir sehen also, das Grundgesetz hat vorgesorgt. Am Dienstag vergangener Woche ist Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Am 20. Januar wird er sein Amt antreten. Ja, im Einspruch-Podcast haben wir bereits mehrfach über die verschiedenen Strafverfahren oder auch strafrechtlichen Ermittlungen berichtet, die im Wahlkampf seine Bewegungsfreiheit, könnte man sagen, durchaus spürbar eingeschränkt haben. Seiner Beliebtheit bei seinen Anhängern hat das aber offensichtlich keinen Abbruch getan. Ist Trump mit seinem Wahlsieg nun dieser juristische Ballast seiner politischen Karriere ein für alle Mal losgeworden? Wo stehen also die Verfahren und was ist zu erwarten? Direkt mit Trump beschäftigt hat sich ein Sonderermittler, ein Staatsanwalt, der dann eigens für diese Ermittlungen eingesetzt worden war, vom Justizminister der Biden-Regierung, Justizminister Merrick Garland, Sonderermittler Jack Smith. Er hat an zwei verschiedenen Gerichtsorten, das ist dann vom Tatort abhängig, hat er vor den Bundesgerichten Anklage gegen Trump erhoben. Einmal in Washington wegen Delikten, die sich dann an den 6. Januar, Trumps Aufwiegelung seiner Anhänger an dem Tag, an dem offiziell seine Wahlniederlage in der Wahl 2020 dann vom Kongress ratifiziert wurde. Und einmal in Florida, da geht es darum, dass in Trumps Wohnsitz, in dieser Anlage in Mar-a-Lago, Dokumente entdeckt worden sind, die er anscheinend nicht aus dem Weißen Haus da in seinen privaten Bereich hätte verlagern müssen. Wegen der Unterschlagung dieser Dokumente hat Smith ebenfalls Anklage erhoben. Wie ist nun der Stand? Das Verfahren in Washington hängt derzeit, weil das Gericht überprüfen muss, eine Auswirkung dieses sehr weitgehenden Urteils, das der oberste Gerichtshof dann zur strafrechtlichen Immunität des Präsidenten gefällt hat. Für Amtshandlungen in einem sehr weiten Sinne, hat das oberste Gericht dem Präsidenten Immunität zugesprochen. Es muss dann also jetzt, wenn das Verfahren weitergeht, überprüft werden, zum Beispiel die Rede, die Trump gehalten hat am 6. Januar, ob diese Rede im weiteren Sinne eben seiner Amtsausübung zuzuordnen ist, dann könnte er wegen Äußerungen, die er damals gemacht hat, nicht verurteilt werden. Und Smith hat schon Ende August eine neue Anklageschrift vorgelegt. Da hat er zum Beispiel ein Delikt weggelassen. Ursprünglich erstreckte sich die Anklage auch auf ein Delikt, dass Trump sein eigenes Justizministerium korrumpiert habe, indem er es sozusagen genötigt habe, illegal in seinem Interesse tätig zu werden. Nachdem das der oberste Gerichtshof in seinem Urteil besonders herausgestellt hat, dass auch das Justizministerium als Teil der Exekutive einer umfassenden Verfügungsgewalt des Präsidenten untersteht, fiel eben dieses Delikt weg. In Florida geriet Smith aus seiner Sicht unglücklicherweise an eine von Trump eingesetzte Richterin, die alle möglichen Verfahrensprobleme erkannte und schließlich kurzerhand das Verfahren niedergeschlagen hat, indem sie Smith bestritten hat, dass er überhaupt rechtmäßig ernannt worden sei. Die Verfassung, so die Richterin in Florida, die Verfassung sehe gar nicht die Möglichkeit vor, für den Justizminister einen solchen Sonderermittler zu ernennen. Gegen diese Entscheidung der Bundesrichterin der ersten Instanz ist die Berufung bei einem Berufungsgericht anhängig. In Washington hat nun das dortige Bezirksgericht bereits auf Antrag
von Smith den Terminplan aufgehoben, nachdem Trump nun wieder zum Präsidenten gewählt worden ist und am 20. Januar dieses Amt wieder antreten wird, muss Smith überlegen, wie er überhaupt noch vorgehen wird und in welcher Weise er natürlich auch die Zeit der Gerichte sinnvollerweise noch beanspruchen kann. Diese beiden Verfahren vor den Bundesgerichten sind aber nicht die einzigen. Und zwei weitere sind eben immer noch anhängig und sie bewegen sich auf der Ebene der Gerichtsbarkeit der Einzelstaaten. Einmal in Georgia und einmal in New York. In Georgia hat eine Bezirksstaatsanwältin, die für Atlanta zuständig ist, gemäß dem dortigen Strafgesetz Anklage gegen Trump und noch gegen viele weitere Beschuldigte erhoben, wegen Wahlbetrugs. Wir erinnern uns ja noch an einige Versuche, die Trump damals machte, die zuständigen Beamten in Georgia dazu zu bewegen, sozusagen doch noch die offizielle Zählung der Stimmen zu seinen Gunsten zu verändern. Diese Handlungen sind nun von dieser Bezirksstaatsanwältin Fannie Willis sind als versuchter Wahlbetrug bewertet worden und interessanterweise als bandenmäßiger Wahlbetrug, also mit einem Fachterminus dann aus dem amerikanischen Strafrecht ist dann von Racketeering hier die Rede. Also man hat es mit Beschuldigten zu tun, die koordiniert gehandelt haben sollen. Und wenn ein Staatsanwalt ermittelt wegen Racketeering, dann hat er sozusagen erweiterte Möglichkeiten der Beschaffung von Beweismitteln. Auch hier hängt das Verfahren schon unabhängig davon, dass Trump jetzt wieder zum Präsidenten gewählt worden ist. Auch darüber hatten wir hier schon verschiedentlich gesprochen. Die Staatsanwältin hat sich da ärgerlicherweise in so eine persönliche Geschichte verwickelt, die dann zu dem Anschein der Befangenheit führte. Ein entsprechender Befangenheitsantrag ist von dem zuständigen Richter zwar abgelehnt worden, dagegen hat aber Trump Berufung eingelegt und dieser Beschluss eben dieses Richters zugunsten der Staatsanwältin, zugunsten der Fortsetzung des Prozesses, der muss eben noch überprüft werden von den Berufungsinstanzen in Georgia. Und in New York, ich denke, es wird kaum einen Hörer geben, der das nicht mitbekommen hat. In New York ist tatsächlich von einem Richter der dortigen Gerichtsbarkeit Trump verurteilt worden, und zwar wegen Dokumentenfälschung. Da geht es darum, dass er Schweigegeld angewiesen hat einer Frau, die etwas über ihn herum erzählen wollte und herum erzählen konnte. Und verurteilt worden ist er, weil die Zahlung von diesem Schweigegeld in den Geschäftsunterlagen seines Unternehmens dann verdeckt sozusagen als normale Geschäftsausgabe geführt worden ist. Eigentlich soll das Strafmaß am 26. November, also in knapp 2 Wochen, verkündet werden. Allerdings ist das doch derzeit äußerst unwahrscheinlich. Es hat jetzt in den letzten Tagen ist noch einiges geschehen. Der zuständige Richter, nachdem er im Verfahren, wir erinnern uns, Richter Merchan, ja durchaus auch streng sozusagen im übertragenen Sinne mit Trump ins Gericht gegangen ist, sich auch ein bestimmtes provokatives Verhalten von Trump oft nicht hat bieten lassen, hat dann, nachdem er den Schuldspruch der Geschworenen verkündet hatte, ist dann doch mehrfach schon den Anträgen von Trumps Verteidigern, was jetzt die weitere Abwicklung der Sache, die Rücksichtnahme schon auf den Wahlkampf angeht, entgegengekommen. Die Verteidiger von Trump haben 2-mal beantragt, das Verfahren jetzt doch noch wieder komplett einzustellen und den Schuldspruch aufzuheben. Der erste Antrag bezog sich darauf, dass eben auch das Immunitätsurteil des obersten Gerichtshofs berücksichtigt werden müsse. Jetzt haben sie auch beantragt, dass, weil Trump wieder Präsident geworden ist, dass der Schuldspruch keinen Bestand haben könne. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt eine Frist von 1 Woche beantragt. Die ist ihr auch gewährt worden. Bis zum 19. November wird die Staatsanwaltschaft von New York sich noch einmal erklären. Danach wird dann Richter Merchan entscheiden, ob und wie es weitergehen kann.
Insbesondere wird er sich dann eben auch dazu äußern müssen, ob es eine Auswirkung des Urteils des Obersten Gerichtshofs zur Immunität auf dieses Verfahren gibt. Zu dem Verfahren habe ich mich gefragt, also wenn man sozusagen jetzt die Rechtsprechung des Supreme Court berücksichtigen möchte, das ja darauf dahingehend unterscheidet, ob die Tat, die mutmaßliche Tat, eben während der Amtszeit des Präsidenten stattgefunden hat oder nicht, ob da bei dem Verfahren nicht eigentlich relativ klar zu beantworten ist, dass es nicht so ist, weil die Schweigegeldzahlung doch im Wahlkampf 2016 stattgefunden haben soll, also bevor Trump Präsident geworden ist, oder nicht? Das ist völlig richtig. Und hier geht es dann um den Schutz sozusagen von Amtshandlungen des Präsidenten nicht nur dadurch, dass jede Amtshandlung, kurz gesagt, als solche von Strafverfolgung ausgenommen ist, sondern dass sozusagen auf Amtshandlungen auch nicht ein Schatten einer Befürchtung liegen kann, wenn der Präsident einfach seines Amtes waltet, dann muss er fürchten, dass ihm die Strafbehörden dazwischen funken, indem sie ihm irgendwie die Arbeit schwer machen. Das, so hier die Theorie der Verteidiger, da können wir noch nicht abschätzen, wie der Richter das bewerten wird, das wird dann hier geltend gemacht, insofern einige der Umstände, mit denen dann belegt wird, dass eben da diese Geschäftsunterlagen manipuliert wurden. Das fand erst in der, dann eben doch erst in der nach Amtsübernahme des Präsidentenamtes durch Trump 2017 statt. Es geht also hier um eine Frage der Verwertung dieser entsprechenden Beweismittel. Der Supreme Court hat da tatsächlich grundsätzlich eine ziemlich weitgehende Vorstellung dann postuliert, dass sozusagen der Präsident einen weitgehenden Schutz der Vertraulichkeit seiner Kommunikation genießt, damit er eben in aller Freiheit seines Amtes walten kann. Jetzt haben wir über die vier verschiedenen Verfahren gegen Trump gesprochen. Hätte Trump eigentlich auch in einem der Verfahren die Möglichkeit, selber aktiv einzugreifen als Präsident? Ja, das ist eindeutig der Fall bei den beiden Verfahren, die sich auf der Ebene der Bundesgerichtsbarkeit abspielen. Und er hat in seiner typischen Weise auch überhaupt keinen Hehl daraus gemacht. Ganz im Gegenteil, in Vorwegnahme seines Wahltriumphes schon im Wahlkampf angekündigt, dass er den Sonderermittler, der gegen ihn ermittelt, entlassen werde. Und tatsächlich ist es rechtlich überhaupt keine Frage, dass er dann seinem Justizminister, den er ja auch noch ernennen muss, dann, sobald die beiden im Amt sind, dann entsprechende Anweisungen erteilen kann. Da gibt es übrigens einen Präzedenzfall, über den wir vor ein paar Wochen hier in Folge 319 gesprochen haben, nämlich während der Watergate-Affäre. Da hat Präsident Richard Nixon damals versucht, sich sozusagen auf ähnliche Weise aus dieser Affäre zu ziehen, indem er den gegen ihn ermittelnden, in der Watergate-Sache ermittelnden Staatsanwalt dann entlassen wollte. Er hat eine entsprechende Anweisung erteilt und war dann aber damit konfrontiert, dass die Zuständigen im Justizministerium, eben angefangen mit dem Justizminister selbst, dass die diese Anweisung nicht ausführen wollten. Und es hat dann eine Reihe von Rücktritten gegeben, bis es dann schließlich jemanden gab, der dann eben als amtierender Zuständiger diese Entlassung vorgenommen hat. Das ging in die amerikanische Geschichte als das Samstagabend-Massaker ein, weil es sich an einem Samstag abspielte und eben dann da mehrere hohe Justizbeamte sozusagen auf der politischen Strecke geblieben sind. Interessant daran ist, dass man da einerseits sieht, es gibt eben auch eine Grenze hier der Macht des Präsidenten, die in der Möglichkeit der Befehlsverweigerung der Beamten liegt. Also eine Art faktische Macht, die einfach mit der Art von Arbeitsteilung und Gewaltenteilung gegeben wird, dass es eben dann eine Befehlskette gibt. Und eine Befehlskette hat eben immer mehr als nur ein Glied. Es zeigte sich damals aber, dass diese Beamten und
Politiker, der Justizminister und die für ihn sozusagen bereitstehenden Vertreter in ihren eigenen Besprechungen sich auch darüber einig waren, dass der Befehl am Ende ausgeführt werden musste. Also auch diese Kette der Rücktritte kam dann sogar zu einem Ende, weil diese damaligen republikanischen Spitzenjuristen sich eben auch überlegt haben, fast im Sinne der Würde sozusagen des Präsidentenamtes, man kann es auch nicht so weit treiben, bis niemand mehr übrig ist, der diesen Befehl ausführen kann. Das heißt also, diese Rechtlichkeit des Befehls, so peinlich es eben ist, den Ermittler, der einem selber auf den Fersen ist, dann eben loszuwerden, an der Rechtlichkeit eben dieser Kompetenz da des Präsidenten ist damals eben nie ein Zweifel gewesen. Und so ist es jetzt auch, dass es also keine seriöse Stimme gibt von jemandem, der sagt, das ist ja gar nicht möglich, wenn Trump sagt, er werde, sobald er im Amt ist, eben den Jack Smith entlassen. Jetzt war ja der öffentlichen Berichterstattung auch zu entnehmen oder darüber spekuliert worden, dass Trump sich möglicherweise selbst begnadigen könnte. In welchen Fällen könnte er das zumindest versuchen und wie wäre das rechtlich einzuschätzen? Das wäre dann auch wieder so, dass es nur denkbar wäre in den Fällen, die auf der Bundesgerichtsbarkeit angesiedelt sind, auf der er selber als Präsident und Chef der Exekutive seine Kompetenzen hat. Das heißt also nicht in den Fällen in Georgia und New York. Insbesondere könnte er sich jetzt auch nicht begnadigen für die Verbrechen, deretwegen er in New York ja bereits verurteilt ist. Wir wissen jetzt schon, wenn man einfach guckt auf die Zeit, die solche Verfahren mit den diversen Überprüfungen, ja auch einzelner Zwischenentscheidungen immer in den Berufungsinstanzen, welche Zeit also solche Verfahren beanspruchen, so können wir jetzt schon definitiv sagen, Smith wird in diesen beiden Fällen in Washington und in Florida keine Verurteilungen mehr erwirken. Es wäre aber denkbar, dass Trump sich sozusagen vorsorglich begnadigt, dass er mit der Begnadigung, also der Bestrafung, zuvor käme. Und das könnte für ihn sinnvoll sein, für den Fall, dass das Smith ankündigen würde. Er regelt seine Sachen so, dass nach dem Ende der Amtszeit von Trump 2029 dann das Justizministerium und die Gerichte die Bearbeitung dieser Fälle fortsetzen könnten. Die große Frage wäre natürlich, solche Begnadigungen, hätten die rechtlich Bestand? Hätten sie vor dem obersten Gerichtshof Bestand? Da scheint mir dann zunächst mal die Frage zu sein, wie man sich das vorstellen sollte, dass der oberste Gerichtshof überhaupt ins Spiel kommt. Also stellen wir uns vor, Trump erlässt eine entsprechende Verfügung. Hiermit begnadige ich mich von den allen Vorwürfen, die da in diesen Fällen in Florida und in Washington anhängig sind. Unterzeichnet, ausgefertigt, Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten. Wie sollte die Unwirksamkeit einer solchen Verfügung festgestellt werden? Wer sollte dagegen Beschwerde oder Klage einlegen. Ja, dafür wären dann auch die Staatsanwälte, wären die Justizbehörden zuständig. Nur Trump würde ja kaum im Justizministerium dann noch Staatsanwälte im Amt gelassen haben, die als erstes sozusagen versuchen würden, die Unwirksamkeit dieser Verfügung herbeizuführen. Hätte jemand anders Klagebefugnis, scheint mir auf den ersten Blick nicht sehr naheliegend, denn es ist ja so, Bürger können nicht wegen Amtsmissbrauchs von Amtsträgern einfach so klagen. Man kann nicht in den USA zum Gericht gehen und sagen, hier hat der Präsident seine Kompetenzen überschritten. Bitte Gericht, beschäftige dich damit und weise ihn in seine Schranken. Wenn wir jetzt aber mal diese Zuständigkeitsfrage einklammern, dann wäre es, glaube ich, tatsächlich eine hochinteressante Frage für den obersten Gerichtshof. Der müsste sich dann mit dem Wortlaut eben dieses Begnadigungsrechts des Präsidenten beschäftigen. Und letztlich lief es in der Sache dann darauf hinaus, dass das Gericht sich fragen müsste, gibt es so etwas wie eine sachlogische Grenze des Begnadigungsrechts? Es scheint ja, denke ich doch,
Und ich glaube, da werde ich ja höchstwahrscheinlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen können. Es hat etwas, es sträubt sich etwas ganz Elementares gegen diese Vorstellung, jemand begnadigt sich in eigener Sache. Und die Frage wäre dann, ob dieses Unbehagen, das man, glaube ich, schon sofort verspürt, wenn man das hört, er könnte sich selbst begnadigen, ob diesem Unbehagen dann eben auch ein entsprechender rechtlicher Grund entspricht. Im obersten Gerichtshof haben wir es jetzt ja mit Richtern zu tun, die extrem genau auf den Wortlaut immer gucken, aber auch auf die Logik und die Implikationen von Rechtsnormen. Insofern, wenn man es sozusagen jetzt durchspielen wollte, was für Fragen sich da stellen, wäre es eben, glaube ich, die Frage über den Wortlaut der entsprechenden Bestimmung hinaus, gibt es sozusagen so etwas wie notwendige Implikationen der Figur, der Rechtsfigur der Begnadigung. Und dann könnte man vielleicht sagen, ja, die Begnadigung setzt immer voraus, dass es zwei Akteure sind. Die Gnade wird jemandem erteilt und kommt dann eben jemandem zugute, der eigentlich doch nicht er selbst ist. Also so könnte man vielleicht auch von der englischen Sprache her argumentieren, aber das ist derzeit natürlich auch ganz unabhängig von diesen Zuständigkeitsfragen, ist erstmal noch eine reine rechtsphilosophische Spekulation. Jetzt haben wir ja vorhin schon über Fannie Willis gesprochen, die Bezirksstaatsanwältin in Georgia, die ja erklärt hat, dass sie die Anklage wegen Wahlbetrugs weiterverfolgen wird. Wenn jetzt nicht doch noch in der zweiten Instanz das Verfahren entzogen wird, könnte es dann nicht sein, dass sich Trump bald in Atlanta auf der Anklagebank wiederfindet? Für die Bundesgerichtsbarkeit würde auf jeden Fall eine Leitlinie des Justizministeriums erst einmal gelten, dass ein amtierender Präsident von Strafverfolgung ausgenommen ist. Also das ist eine verbindliche Maxime auf der Ebene der Arbeitspraxis, die eigentlich unbestritten ist, die also auch dann im vergangenen, in diesem Sommer, als der oberste Gerichtshof sich zu beschäftigen hatte mit der Immunitätsfrage, da ist immer auch schon gesagt worden, darüber streiten wir jetzt ja nicht, dass der Präsident, während er im Amt ist, nicht Angeklagter sein soll in einem Strafverfahren, weil das auf jeden Fall ihn zu sehr ablenkt von seiner Arbeit. Das ist nochmal eine logisch unabhängige Frage von der Immunität für bestimmte Handlungen, denn die Strafverfolgung hätte ja auch später dann stattfinden können. Hier geht es jetzt also um diese Regel, die zwar nur so einen pragmatischen Charakter hat, aber auf der anderen Seite eben von fast niemandem eigentlich bestritten wird. Man muss den amtierenden Präsidenten unbehelligt lassen eben von Strafverfolgen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass ein amtierender Präsident auf der Anklagebank sitzt. Aber das gilt eben jetzt rein förmlich, wörtlich gesehen, das ist eben eine interne Verfügung des Bundesjustizministeriums für die Bundesjustizbehörden. Aber es wird wohl doch sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass das in den Bundesstaaten analog anzuwenden wäre, dass also die Staatsanwältin Willis dann eben im Zweifel anerkennen müsste. Es gibt ja keinen Unterschied jetzt der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des Präsidenten, ob das eine Bundes- oder eine Einzelstaatsanklagebank ist. Die entsprechenden Gründe, die dann eben doch auch im Zweifel aus der Verfassung hergeleitet werden müssten, aus der Pflicht eben des Präsidenten, seine Amtsgeschäfte eben auch zu erfüllen, dass das dann eben doch einer Abhaltung eines Strafverfahrens auch der Ebene des eines Einzelstaates entgegenstünde. Allerdings, ich sagte es, die Anklage gegen Trump ist im Zusammenhang eben dann einer dieser Racketeering-Ermittlungen jetzt zustande gekommen. Es gibt also außer Trump noch etliche weitere Beschuldigte, von denen einige übrigens auch schon sich für schuldig erklärt haben, um die Sache loszuwerden. Und jedenfalls die Prozesse gegen andere Angeklagte, die könnten wohl stattfinden. Auch da sind eben natürlich alle möglichen Dinge bereits im Gang. Gerade jetzt vor einigen Tagen erst hat der oberste Gerichtshof in Washington einen entsprechenden Antrag eines der anderen Beschuldigten, der also versucht, eben da aus dieser Schlinge des Verfahrens in Georgia herauszukommen, abgelehnt. Das ist ein ziemlich prominenter
Mitbeschuldigter, und zwar Mark Meadows, der frühere Staatschef von Trump, der hat den Antrag gestellt, dass, weil es hier ja um Wahlbetrug und so weiter geht und um die Präsidentenwahl, er und seine Anwälte haben behauptet, nicht die Gerichte von Georgia seien dafür zuständig. Dieses Verfahren müsse von den Georgia-Gerichten in Georgia abgegeben werden an die Bundesgerichte. Aber der Supreme Court hat diesen Antrag abgelehnt. Einstweilen sind also weiter die Staatsanwälte und die Gerichte in Georgia für diese Fälle zuständig. Ja, ein interessantes Gedankenspiel wäre ja auch das Szenario, in dem Trump im New Yorker Schweigegeldfall zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Welche Möglichkeiten bestünden dann? Also wäre es auch denkbar, dass Trump als Präsident aus dem Gefängnis heraus regiert? Ja, dem stünde wohl rechtlich überhaupt nichts entgegen. Dass er verurteilt wurde als Verbrecher, das x-mal gesagt werden konnte von den Demokraten, hier ist jetzt ein Convicted Felon, ist der erste Convicted Felon, der für eine große Partei kandidiert. Er ist jetzt eben der erste verurteilte Verbrecher, der auch zum Präsidenten gewählt worden ist. All das begründete ja keine Disqualifikation. Er durfte kandidieren und er darf jetzt auch regieren. Und rein rechtlich gesehen könnte er eben auch aus dem Gefängnis heraus regieren. Allerdings wird man damit rechnen müssen, dass auch da dann er und seine Anwälte als Trumpfkarte wieder dieses Immunitätsurteil des obersten Gerichtshofs ausspielen würden und dann sagen würden, die faktischen Einschränkungen, die es eben bedeutet, man male sich nur mal aus, der Empfang von Staatsgästen, die faktischen Einschränkungen der Amtsführung, die eben die Ortsfestigkeit dann in einem Strafgefängnis des Bundesstaats New York bedeuten würden für die Amtsführung von Präsident Trump. Das wäre dann so gravierend, dass da eben doch ihm der Freigang erlaubt werden müsste oder aller Wahrscheinlichkeit noch nach dann irgendwie eben die Abbüßung dieser Strafe auf die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Amt dann verschoben würde. Und als letzte Frage vielleicht, welche realistischen Optionen hat jetzt der Sonderermittler Jack Smith noch bis zu seiner möglichen Entlassung durch Donald Trump? Wenn die beiden von ihm in Gang gebrachten Verfahren, in denen er Anklage erhoben hat, wenn die jetzt tatsächlich eingestellt werden, gibt es da im amerikanischen Strafprozessrecht zwei Möglichkeiten, dass nämlich entweder die Möglichkeit einer Fortsetzung und Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben ist oder auch nicht. Und na, selbstverständlich wäre dann eben sein Interesse, es wenigstens zu erreichen, dass die Gerichte nicht feststellen, diese Sache ist jetzt abgeschlossen und kann eben überhaupt nicht wieder aufgenommen werden. Unabhängig davon, was dann doch auch seine Rolle als Hüter vielleicht auch dann der allgemeinen Rechtlichkeit in einem etwas weiteren Sinne angeht, wird er höchstwahrscheinlich doch auch darüber nachdenken, dass es für die Öffentlichkeit interessant wäre, selbst wenn am Ende dieser Verfahren jetzt keine Verurteilung oder auch kein Freispruch, also jedenfalls keine Äußerung eines Gerichts in Form eines Urteils in der Sache stehen wird, dass das, was er eben gesammelt hat, insgesamt an Indizien und Überlegungen, die für eine Verurteilung sprechen, dass das dann eben doch auch aufbewahrt, zusammengefasst und veröffentlicht wird. Davon darf man ausgehen, wird er jetzt auch mit seinen Vorgesetzten, wird er höchstwahrscheinlich auch mit dem Justizminister Garland persönlich sprechen, ob er dann eben vielleicht seine Amtstätigkeit noch bevor Trump ihn dann noch entlassen kann, dadurch beenden wird, dass er einen umfangreichen Bericht über den Stand seiner Ermittlungen zu den Akten im Justizministerium gibt und es dann dem Justizministerium vor dem Machtwechsel in Washington noch möglich macht, diesen Bericht zu veröffentlichen. Wir kommen zum juristischen Literaturtipp. In der jüngsten Ausgabe der Sonntagszeitung haben Sie, Herr Barners, das Buch Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934 von Jens Biski rezensiert. Das Buch ist ziemlich dick, es hat so ungefähr 640 Seiten. In Ihrer Besprechung haben Sie sich fast ausschließlich auf einen einzelnen Tag konzentriert, den 27. März 1930. Warum?
Ja, ich habe diese Besprechung geschrieben am Donnerstag letzter Woche, also am Tag nach dem Auseinanderbrechen der Ampelkoalition, von dem wir eben ja schon gesprochen haben. Und warum habe ich mich dann an diesem einen Tag aus der Chronologie des Buches, dem 27. März 1930, abgearbeitet? Weil das ein Tag ist, an dem man so die Probe machen kann, ob diese ja durchaus gängige Rede, die Warnung in der Bundesrepublik, steuern wir, ohne es zu wollen, die sogenannten Weimarer Verhältnisse an, ja, ob das eigentlich triftig ist, sich diese Sorge zu machen oder nicht. Der Autor Jens Biski, ein Journalistenkollege, der lange bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet hat, jetzt im Hamburger Institut für Sozialforschung, die Publikation dieses Instituts betreut. Jens Biski hat sein Buch über den Übergang Deutschlands eben aus der Weimarer Republik dann in die Diktatur des Nationalsozialismus, hat es sicherlich auch aus dem Interesse so eines Zeitgenossen geschrieben, so wie unser einer jetzt vielleicht dann gelegentlich mal in den Bücherschrank greift und sich Bücher etwa von Karl Dietrich Bracher noch einmal über die Auflösung der Weimarer Republik noch mal ansieht, ob da nicht doch einige Ähnlichkeiten sind. So war das, glaube ich, bei Jens Biski auch, dass er nicht nur ein Interesse daran hatte, diese extrem spannende und wichtige Geschichte noch einmal neu zu erzählen, sondern dass ihm auch dieser Gedanke, naja, ganz so weit weg davon sind wir vielleicht jetzt auch nicht mehr, im Nacken saß. Andererseits schreibt er selber dann im Buch, man müsse vorsichtig sein, zu schnell diesen Vergleich herzustellen. Er sagt dann sogar, das könnte frivol ausfallen, wenn man es sich zu leicht macht. Und da hatte ich mir eben gedacht, naja, wenn ich das Buch jetzt rezensiere, dann mache ich doch mal im Konkreten die Probe. Versuche also so genau wie möglich hinzusehen bei einem konkreten Ereignis, bei dem eben zunächst mal der Vergleich mit dem, was wir jetzt in der Bundespolitik in Berlin erlebt haben in den letzten Tagen, der Vergleich sich geradezu aufdrängt. 27. März 1930, das ist der Tag des Rücktritts des Reichskanzlers Hermann Müller, des letzten sozialdemokratischen Kanzlers vor Willy Brandt, des Zerbrechens der letzten großen Koalition der Weimarer Republik. Und warum hatte ich gebe es zu, so ernst das Thema ist, auch ein bisschen Spaß daran, diese Geschichte ziemlich detailliert nachzuerzählen in meinem Artikel, weil eben dieser Bruch dieser großen Koalition dann konkret an dem Tag des 27. März 1930 auch zustande kam, nach einer Konfrontation zwischen dem Reichskanzler und dem Finanzminister. Der Finanzminister unter Müller war Paul Moldenhauer, ein Politiker der Deutschen Volkspartei, also der konservativen oder konservativ-liberalen DVP. Die Parallelen zum 6. November 2024, wenn man dieses Spiel spielen will, gehen dann so weit, dass es auch sogar damals eben auch in der entscheidenden Sitzung eine Unterbrechung gegeben hat. Das Kabinett tagte zunächst um 17 Uhr, vertagte sich dann, trat um 19 Uhr wieder zusammen und am Ende stand in dem Fall allerdings anders, da endet dann die Parallele, stand dann eben der Rücktritt der gesamten Reichsregierung. Es hatte da in der großen Streitfrage, wie ein großes Sanierungspaket für die Staatsfinanzen geschnürt werden konnte, hatte es einen Vorschlag von Heinrich Brüning, dem Vorsitzenden der Zentrumsfraktion, gegeben. Und Müller hatte eigentlich die Vorstellung, dass sich hinter diesem Vorschlag doch die Regierung bei allem Streit nochmal zusammenfinden sollte. Und sie sollte dann eben diesen Kompromiss so in das Gesetzgebungsverfahren im Reichstag einbringen. Und für dieses Vorgehen, wo dann eben noch einmal die Fassade der Einigkeit gewahrt worden wäre, stellte Moldenhauer eine Bedingung. Und das erinnerte mich dann eben wieder sehr an Christian Lindner und sein sogenanntes Wendepapier. Moldenhauer stellte die Bedingung, dass die Annahme der Sicherung der Arbeitslosenversicherung und das Steuersenkungs- und Ersparnisprogramm im Sinne der Kompromissvorschläge Brünings gewährleistet sein müsste. Dieses Hin und Her, dieser Austausch dann auch von Forderungen in der Sache, hatte natürlich auch eine taktische Seite. Und was nun das parlamentarische Regierungssystem angeht und die Spielräume der Verfassung, also das, worüber wir eben gesprochen haben, als es um die Vertrauensfrage ging, da sieht man dann auch an diesen Vorgängen im Frühjahr 1930. Das ist immer ein taktisches Spiel auch.
Und auch 1930 war es so, dass für die Frage der öffentlichen Wirkung dann dieses Auseinanderbrechens der Regierung, das nicht mehr abgewendet wurde, für die Beteiligten eine ganz wesentliche Frage war, so wie jetzt eben für Scholz und Lindner auch, sozusagen, wer ist derjenige, der blufft, wer ist derjenige, der handelt, wer ist derjenige, der aus eigener Initiative zurücktritt, wer ist möglicherweise derjenige, der den Rücktritt von jemand anderem herbeiführt. Welche Lehren könnte man heute vielleicht aus dieser Geschichte des Endes der Regierung Müller ziehen? Ja, vielen Dank für die Frage. Damit laden Sie mich auch ein, diese etwas spielerische Betrachtungsebene zu verlassen. Lektionen aus der Geschichte, das ist ja tatsächlich auch das, was als Programm möglicherweise doch auch schon dem Grundgesetz selber zugrunde lag. Jedenfalls auch die Verfassungsgeschichtsschreibung in der Bundesrepublik im Rückblick auf die Weimarer Republik hat ja durchaus sich sozusagen so eine didaktische Aufgabe schon seit den 50er Jahren gestellt. Also dieses Scheitern des parlamentarischen Systems der Weimarer Republik eben tatsächlich auch als einen Stoff zu nehmen, dem man Lektionen entnehmen kann. Ja, wie sieht es hier aus mit diesem Ende der Großen Koalition? Es wurde tatsächlich sofort dann auch von den Beteiligten, insbesondere auch innerhalb der SPD übrigens, diskutiert, ob es nicht ein großer Fehler gewesen ist, der SPD als der größten Reichstags- und Regierungspartei es so weit kommen zu lassen. Und zwar unter dem Aspekt eigentlich eines Missverhältnisses von Absicht und Wirkung. Ich sagte ja schon, inhaltlich ging es dabei um ein Gesamtpaket der Sanierung der Staatsfinanzen. Und zuletzt hing es dann eben an der Frage, an der Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Und da gab es auch aus der SPD unmittelbar danach und erst recht natürlich im Rückblick, als man dann sah, ziemlich genau 3 Jahre später, hieß dann eben der Reichskanzler Adolf Hitler, dass es das sozusagen doch nicht wert gewesen ist, deswegen dann mit solchen Folgen die Koalition platzen zu lassen. Julius Leber, den zitiert Jens Biski, damals Mitglied des Reichstags für die SPD, ein Mann, der im historischen Gedächtnis natürlich auch deswegen einen klingenden Namen hat, dem man eine moralische Autorität zuschreiben wird, weil er dann zu den mutigsten Widerstandskämpfern im Dritten Reich gehörte. Julius Leber sagte damals über die Aufkündigung der Großen Koalition durch die SPD, das sei ein schwarzer Tag der Sozialdemokratie und der deutschen Demokratie überhaupt gewesen. Und zwar mit der zusätzlichen bitteren Bemerkung, die SPD habe sich als noch immer unfähig zur Staatsführung erwiesen. Wir sind das ja durchaus gewöhnt, bis heute noch, sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen. Vielleicht wird man es demnächst dann bei der CDU, CSU auch ähnlich wieder erleben. Es gibt häufig in den regierenden Parteien Flügel, von denen man den einen als einen pragmatischen und Regierungsflügel in dem Sinne, die wollen auch unbedingt regieren, bezeichnet. Und dann gibt es Kräfte, die dem Regieren, die sozusagen zumindest nicht bereit sind, allzu viele Kompromisse zugunsten des Regierens zu machen. Und ja, Leber machte eben hier diese interessante, scharfe, sehr, sehr grundsätzliche Feststellung, so muss man ihn verstehen, dass eben in diesem Unwillen doch in dieser Frage der Arbeitslosenversicherung dann doch nochmal einen, wie unerfreulich auch immer, angelegten Kompromiss zu finden, dass da so eine Art grundsätzliches Missverhältnis, die SPD hatte sozusagen noch nicht so richtig gelernt, was es bedeutet, an der Staatsführung beteiligt zu sein und eben auch Kompromisse zu machen. Dass Hitler vor der Tür stand, konnte man ja 1930 vielleicht fürchten, aber nicht sicher wissen. Die NSDAP hat ja damals gerade mal 12 Reichstagsabgeordnete gestellt. Wusste die sozialdemokratische Parteiführung damals vielleicht einfach nicht, was auf dem Spiel stand? Auf jeden Fall wusste man schon, dass bei einem Auseinanderbrechen der Großen Koalition, also einer Koalition in diesem Fall übrigens nicht groß in dem Sinne, dass es die beiden größten Fraktionen im Reichstag gewesen wäre. Die konservative DNVP hatte eine größere Zahl von Abgeordneten als die DVP, aber es war eine große Koalition von insgesamt 5 Fraktionen, also mit einer großen Zahl von Beteiligten, und es war ein großes Spektrum. Es war eben doch ein ziemlich großes Spektrum zwischen DVP und SPD. Und es war dann klar, wenn das nicht mehr klappen würde, dass die sich zusammenraufen würden, eben eine klassische parlamentarische Dauerregierungsmehrheit bereitzustellen, dass dann auf andere Weise die nötigen Mehrheiten im Parlament würden organisiert werden müssten. Und da hat an interessanter Weise derjenige, der dann
als Person gewisserweise der Nutznießer ja gewesen ist des Auseinanderbrechens der Regierung, nämlich Heinrich Brüning, noch als Fraktionsvorsitzender der katholischen Zentrumspartei, hat er dann, als noch verhandelt wurde, über dieses Sanierungspaket dann gesagt, im Interesse des Staates richten wir an alle zur Regierung stehenden Parteien dieses Hauses, so sagte er im Reichstag, die dringende Bitte, die Erreichung der unaufschiebbaren staatspolitischen Notwendigkeiten der Finanzsanierung auf parlamentarischem Boden zu verwirklichen. Denn sonst, so musste man ihn verstehen, müssten eben diese Notwendigkeiten nicht mehr auf parlamentarischem Boden verwirklicht werden. Das war nicht eine Drohung mit einer Diktatur, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, wenn man nur diesen Ausschnitt hört aus der Rede von Brüning. Er meinte, wenn es diese Einigung nicht mehr auf dem parlamentarischen Boden gäbe, dann wäre die Stunde geschlagen für die Einsetzung des Notverordnungsrechts des Reichspräsidenten, nachdem Verordnungen in Kraft gesetzt werden konnten, mit Gesetzeskraft, die dann eben die Gesetze, für die es keine Mehrheit im Reichstag gab, die dann ersetzen mussten. Da wäre also sozusagen der parlamentarische Boden dann bei Fortbestand des Parlaments sozusagen ersetzt werden durch diese Verordnungen von oben, die dann sozusagen aus dem Himmel, in dem der Reichspräsident über den Parteien thront, wie Blitze dann in den Boden des Reichstags eingeschlagen wären. Wir haben ja im ersten Gesprächsteil dieses Podcasts, als es um das Ende der Ampelregierung ging, auch schon so ein bisschen über die Weimarer Reichsverfassung gesprochen und da eben sozusagen vorausschauend auf das jetzige Gespräch gesagt, dass eben auch die Weimarer Reichsverfassung eine ganz zentrale Rolle bei der Frage gespielt hat, ob die Demokratie in Weimar nicht möglicherweise eben gescheitert ist. Und da ist ja einer der Vorwürfe, dass die Verfassung schlicht nicht demokratisch genug war, der Reichspräsident als Ersatzkaiser zu stark war. Das ist ja in Artikel 48 der Reichsverfassung von Weimar geregelt. Wie verhält sich Bisky zu dieser Frage? Ja, wenn man sich an das erinnert, was man so zunächst mal ja auch im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht gelernt hat über die Verfassungsgeschichte, dann scheint es zunächst mal nahezulegen zu denken, dieser Artikel 48, das ist schon so eine eingebaute Ersatzdiktatur dann eben für den Notfall und dann, wie die Dinge dann abgelaufen sind ab 1930 bis 1933 über diese sogenannten Präsidialkabinette von Brüning, dass man da sozusagen sehen könnte, ja Mist, die Verfassung selber hatte eigentlich schon solche alternativen Szenarien eines nicht mehr parlamentarischen Regierens vorgesehen und die wurden dann eben auch umgesetzt. Und wenn man dann genauer hinsieht, stellt sich das eben doch als viel komplizierter dar, wie man sicherlich auch im guten Geschichtsunterricht selbstverständlich auch heute eben erfährt. Denn Sie hatten ja in unserem früheren Gespräch auch diesen Gesetzgebungsnotstand des Grundgesetzes angesprochen. Das ist im gewissen Sinne, ohne dass wir jetzt auf die Einzelheiten eingehen können, ist eigentlich ja eine analoge Regelung für damals. Also zugunsten auch der Väter der Weimarer Reichsverfassung muss man natürlich sagen, die haben sich das so vorgestellt, so kann gerade die Fortexistenz der Verfassung gesichert werden, dass man dem ja auch demokratisch sogar durch Volkswahl legitimierten Reichspräsidenten hier die Möglichkeit gibt, im Zweifel der Regierung dann eine Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, die für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Notzeit besonders intensiver parlamentarischer Querelen nicht aus dem Reichstag selbst entsteht. Ja, was sagt Bisky zu dieser unglaublich spannenden, immer wieder hin und her gewendeten Frage? Er weist zum Beispiel darauf hin, dass ja Artikel 48 auch die Bestimmung enthält, das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz. Das heißt, die Vorstellung der Verfassungsväter war, es wird über die Art und damit aber auch über die Anlässe und Begründungen für diese Verordnungen, die sogenannten Notverordnungen, da wird ein Ausführungsgesetz erlassen und in dem kann dann alles Mögliche festgezurrt werden, um auch einen Missbrauch zu verhindern. Und er weist darauf hin, dass ein solches Ausführungsgesetz eben nie erlassen worden ist, dann irgendwann eben aus Rücksicht auf Paul von Hindenburg, dem es wohl widerstrebt hätte, die dann Einschränkung seiner Beurteilung der Lage hinzunehmen, die es ja dann bedeutet hätte, wenn das detailliert ausbuchstabiert worden wäre in so einem Gesetz. Ja, zeigt das jetzt dann bereits so eine Schwäche dann eben doch der Verfassung, ihrer Auslegung und Anwendung an?
Biskey betont gegen solche Skepsis dann doch die zeitgenössische Sicht, die grundsätzlich eigentlich bereit war, auch diese Notverordnung eben Notverordnung zu sehen als Instrumente, die im Notfall gerade der Stabilisierung der demokratischen Ordnung dienen sollten. Er weist darauf hin, dass eben, wenn man die Zeitungen und die publizistische Diskussion von damals sieht, dass es eben noch nicht so war, dass dieser Begriff Notverordnung so einen ominösen Beiklang gehabt hätte. Ebenso wie übrigens der Begriff Ermächtigungsgesetz, das also, wie es dann im März 1933 geschah, der Reichstag die Reichsregierung ermächtigt, selbst gesetzgeberisch tätig zu sein. Auch das war eben eine Variante, die eben in der Verfassung formal gesehen eigentlich noch vorgesehen war und eben auch Handlungsfähigkeit des immer noch zunächst von der Konstitution her demokratisch, grundsätzlich demokratisch gedachten Staates sicherzustellen. Auch Friedrich Ebert hatte sich als Reichspräsident eben dieser Mittel bedient in der Zeit, in der das Reich sich wiederholten Angriffen von rechts außen, zum Teil auch mit bürgerkriegerischen Mitteln ausgesetzt sah. Da hat dann die Weimarer Republik sich auch eben als handlungsfähig dadurch erwiesen, dass diese Notmittel zum Einsatz kamen. Und übrigens spielte auch in dieser Regierungskrise im März 1930, auch das stellt Biskey dar, spielte eben auch diese Frage der Notverordnungen eine Rolle. Die Regierung scheiterte eben auch daran, dass damals der Reichspräsident sich dann weigerte, für diese Finanzmaßnahmen eben die Mittel des Artikels 48 in Betracht zu ziehen. Aber auch da kann man dann für diese Handlung von Hindenburg noch 3 Jahre vor seiner nun wirklich natürlich fatalen Handlung der Einsetzung Hitlers zum Reichskanzler, da kann man sagen, ja, aber das war dann auch noch eigentlich im Rahmen des parlamentarischen Systems gedacht. Da hat er eigentlich die Regierung Müller aufgefordert, bitte findet, es geht hier um die Staatsfinanzen, das ist was sehr Grundsätzliches, aber das soll ja auch auf Dauer dann Bestand haben. Bitte sucht euch eben mit, ihr habt eine Mehrheit im Parlament, bitte sucht euch dann eine tatsächliche Mehrheit, die dann auch ein Gesetz tragen kann. Mhm. Nochmal zu Heinrich Brüning, der war ja bisher Vorsitzender der Zentrumsfraktion und wurde dann eben zum Nachfolger Müllers ernannt und stützte sich eben dabei auf das Notverordnungsrecht und das dafür notwendige Vertrauen Hindenburgs. Hat sich die Verfassungspartei Zentrum damit nicht eigentlich vom Geist der Verfassung entfernt? Ja, wie ich schon andeutete, ist das eben dann doch nicht die Sicht von Biskey bei aller zwiespältigen Beurteilung, der dann auch ein Brüning unterliegt, der sicherlich auch von einer Zeitströmung beeinflusst war, ist im Zweifel dann, wenn es hakt, bei der parlamentarischen Konsens- und Kompromissfindung vielleicht eben auch mit einem alternativen, stärker exekutiven Regierungsstil zu versuchen. Wenn man davon nochmal einen Schritt zurücktritt, muss man zunächst mal feststellen, Brüning, indem er dann eben sich auf die Notverordnungen stützte, handelte natürlich auf dem Boden eben der Verfassung und in dem geschilderten Sinne zunächst einmal auch eben dann in dem Sinne, wie das als eine Überbrückung ja eigentlich zwischen der Normalität parlamentarischer Mehrheitsregierung in der Weimarer Verfassung auch vorgesehen war. Besonders interessant finde ich jetzt, was das Buch angeht und diese detaillierte Darstellung der Chronologie, immer mit sehr interessanten Hinweisen auf die damalige Diskussion der Zeitgenossen in den Zeitungen und in den regelmäßig erscheinenden politischen Zeitschriften. Interessant finde ich, dass Biskey eben betont, dass dann durch die Präsidialkabinette die Parlamentsherrschaft nur suspendiert war, aber nicht ausgehebelt. Denn Präsidialkabinett hieß ja nicht, dass das Kabinett nun alles machen konnte, was es wollte, solange es nur die Rückendeckung des Reichspräsidenten hatte. Nein, der Kanzler musste verhindern, dass sich gegen ihn eine Mehrheit im Reichstag zusammentrat, denn der Reichstag hatte jederzeit die Möglichkeit, diese Notverordnungen wieder aufzuheben durch Mehrheit, durch einen Mehrheitsbeschluss, sodass also während eben, wenn dann eben die positiven Mehrheiten für Gesetzgebung sich nicht fanden, der Reichstag eigentlich immer noch das entscheidende Organ war, weil gegen eine dann handelnde Mehrheit, sobald eben eine Mehrheit sich zusammenfand und handelte und sagte, wir lehnen diese Notverordnung ab, war das eben auch das Ende der Angelegenheit. Und auch die weitere Entwicklung dann, die verschiedenen Neuwahlen, die es dann zwischen 1930 und 1933 noch gab, die sind auch eben mit dieser Dynamik zu erklären, dass eben gegen den Reichstag konnte auch ein Präsidialkabinett, konnten dann auch die 3 letzten Reichskanzler vor Hitler dann eben nicht regieren. Und wenn dann der Kanzler
Da sind wir wieder bei dem Thema Neuwahlen, was wir ja auch aus aktuellen Gründen heute schon besprochen haben. Wenn man sich da die Weimarer Erfahrungen ansieht, kann man sagen, ja, da war dann die Neuwahl schon ein politisches Instrument für den Reichskanzler, den sozusagen renitenten Reichstag, wie er vielleicht meinte, dann zu bestrafen, indem er aufgelöst wurde. Aber die Erfahrung zeigt, Brüning wurde durch die Ausübung dieses Instruments also nicht belohnt. Die NSDAP wurde dann 1930 die zweitstärkste Fraktion und 1932 dann die stärkste, was dann Hermann Göring ja zum Posten des Reichstagspräsidenten brachte. Und so unbehaglich das für uns vielleicht ist, sich das vor Augen zu führen im Rückblick, man muss eben sagen, gerade wegen der Stärke der NSDAP sah man dann eben auch nochmal die ganzen Schwierigkeiten und Ansprüche und Herausforderungen eines parlamentarischen Regierungssystems. Weil je stärker die NSDAP wurde im Reichstag, desto schwieriger wurde es natürlich da überhaupt mit den Mehrheitsverhältnissen. Und Biski arbeitet dann sehr, sehr spannend heraus, was jetzt nochmal die Frage angeht, wie ist das Verhalten der SPD auch 1930 zu bewerten, dass ihr Dilemma, das sie 1930 noch als Regierungspartei hatte, sie dann später eigentlich immer noch hatte, als sie für die Mehrheitsbeschaffung von Brüning ja nach wie vor benötigt wurde. Jetzt könnte man vermuten, da war sie doch in einer besseren Lage. Sie war außerhalb der Regierung, konnte dann anders Bedingungen stellen, als wenn es ihr eigener Kanzler war. De facto war es aber so, das finde ich eines der interessantesten Ergebnisse auch von Biskis Buch. Brüning kam den Rechten, er musste ja auch mit den Rechten verhandeln, also der DNVP, er kam häufig den Rechten viel stärker entgegen als den Linken. Und für die Frage, wie stabil, wie dauerhaft konnte man sich damals eigentlich noch die Weimarer Republik vorstellen, ist dann eben auch der Befund sehr, sehr interessant, dass er den Rechten stärker entgegenkam, obwohl sie auch Forderungen vertraten, die eigentlich bereits auf einen Verfassungsumbau und einen Abschied von manchen Grundelementen der Weimarer Ordnung, etwa in der Wirtschaftsverfassung, im Arbeitsrecht, aber auch darüber hinaus. Obwohl diese rechte Parteiengruppierung eigentlich wirklich explizit schon systemkritisch war, kam Brüning ihr eben stärker entgegen als der SPD. Das Buch von Biski folgt der Chronologie bis zu den Mordaktionen Ende Juni, Anfang Juli 1934 gegen SA-Führer und Vertreter einer möglichen konservativen Opposition und bis zum Tod Hindenburgs am 2. August 1934. Man könnte auch sagen, bis zum Staatsbegräbnis der Republik. Die Entscheidung heißt jetzt sein Buch. Wann fiel die Entscheidung jetzt eigentlich gegen die Demokratie? Also wohl noch nicht am 27. März 1930, aber wohl auch nicht am Juli 1934. Heißt das im Ergebnis am 30. Januar 1933? Ja, letztlich wurde da natürlich dann die Weiche wirklich umgelegt durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Und Biski würde auch grundsätzlich nicht Historikerkollegen widersprechen, die dann auch bis zuletzt, auch zum Beispiel eben noch Kurt von Schleicher, den letzten Reichskanzler vor Hitler, den früheren Reichswehrminister und auch Mann und Vertrauensmann eben der Reichswehr, ein Mann letztlich auch dieser Hinterzimmer, dass auch der dann noch sozusagen die letzte Chance dann eben darstellte für die Weimarer Republik. Und das würde Biski gar nicht bestreiten. Dass das Buch die Entscheidung dann heißt, aber letztlich doch nicht auf einen entscheidenden Tag allein sich beschränkt oder die Geschichte zulaufen lässt. Auch darin steckt sozusagen so ein bisschen eine Botschaft, dann man soll da ins Nachdenken gebracht werden, und zwar ins Nachdenken gebracht werden auch über die Figur und die Vorstellung, dass es eben so diese ganz, ganz wichtigen, schicksalhaften Entscheidungen in der Politik gibt. Ich meine, die gibt es natürlich. Demokratische Politik ist Entscheidung, weil sie ja vor allem auf Abstimmung und der Sortierung von Mehrheit und Minderheit beruht. Aber für diese späte Phase der Weimarer Republik gilt, dass die Entscheidung eigentlich viel öfter beschworen und herbeigeredet wurde, auch eine Entscheidung eben über den Fortbestand des Systems und des Systems auch sozusagen der prosaischen und der alltäglichen Entscheidung. Sie haben sich ja vielleicht, als wir unser Programm besprochen haben, auch gefragt, hier ein klassisches Buch der Zeitgeschichte. Warum habe ich es für unseren juristischen Literaturtipp ausgewählt? Einmal natürlich, weil ich schon denke, dass Juristen sich für dieses besondere verfassungsgeschichtliche Kapitel des Endes der Weimarer Republik
Und da haben wir noch gar nicht alle Punkte angesprochen, die da auch spannenden Stoff noch bieten. Auch Dinge wie den Preußenschlag, die Absetzung der preußischen Regierung durch die Reichsregierung 1932 und so weiter. Da findet man natürlich viel spannenden Stoff auch in dem Buch auf der stofflichen Seite. Aber mir schien eben auch diese besondere, die Genauigkeit, mit der er sich dann dieser Denkfigur der Entscheidung widmet, Biskey, vielleicht für unser Publikum doch auch ganz interessant und anregend. Juristen ist ja der Begriff des Dezisionismus geläufig, vielleicht auch als ein Begriff sozusagen der Selbstkritik gegenüber einem juristischen Denken, dass Entscheidungszwang die Möglichkeit, auch sachliche Probleme auf formale Alternativen zuzuspitzen, möglicherweise etwas zu stark betont. In dem Sinne mag es lehrreich sein und auf jeden Fall auch anregend. Mir wird schon auch darum gehen, das intellektuell Anregende hier dieses Buches von Jens Biskey, was im Rowohlt Verlag erschienen ist, hier zu betonen. Man versetzt sich da nochmal in die Situation eines Staates, der sich sozusagen ganz dann einem Primat des Entscheidungsdenkens ausgesetzt hat. Also man kann vielleicht zum Schluss die Sache so auf den Punkt bringen, die Entscheidung dann gegen die Republik und gegen die Demokratie fiel dann irgendwann scheinbar schicksalshaft, weil sie so lange angekündigt und quasi herbeigeredet worden war. Unser gerechtes Urteil ist heute streng genommen ein gerechter Beschluss und kommt aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche nämlich eine Entscheidung veröffentlicht, die in der durchaus turbulenten Nachrichtenlage ein wenig untergegangen ist. Dabei geht es um den Bundesnachrichtendienst und die Kommunikationsüberwachung, die der BND anstellt. Die Verfassungsrichter haben entschieden, dass die gesetzlichen Möglichkeiten der Kommunikationsüberwachung teilweise gegen das Grundgesetz verstoßen. Konkret geht es dabei um die sogenannte strategische Inland-Ausland-Fernmeldeüberwachung. Herr Hohenschwert, was verbirgt sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff? Ja, über den bin ich in der Tat auch gestolpert, als ich mir die Pressemitteilung durchgelesen habe. Die ist ja jetzt nicht unbedingt ganz selbsterklärend. Gemeint ist damit allerdings die Überwachung von Personen, von denen sich eine Person im Inland und die andere im Ausland befindet. Und diese Kommunikation, diese Fernmeldeüberwachung, damit ist im Prinzip ein gewaltiger Datenstrom gemeint, der über Satelliten oder durch Internetkabel transportiert wird. Und der BND hat eben die Möglichkeit, diese Rohdatenströme in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Also wirklich alle E-Mails, SMS oder Telefonate, die eben in das Ausland oder aus dem Ausland in das Inland erfolgen. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass da ganz viele Mitarbeiter beim BND sitzen, die sich jede einzelne Nachricht oder jedes Gespräch anhören, sondern der BND geht dabei systematisch oder auch strategisch vor. Und dazu verwendet er sogenannte Selektoren. Und Selektoren sind Suchbegriffe oder Schlagwörter, die eben die BND-Mitarbeiter in ihr System eingeben können. Und das filtert daraufhin aus diesen Rohdatenströmen diejenige Kommunikation heraus, in denen eben dieser Suchbegriff, dieser Selektor vorkommt. Und das können Sachbegriffe sein, wie zum Beispiel das Stichwort Bombenanleitung. Möglich sind aber auch rein formale Suchbegriffe, also ganz konkrete Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Welchen Zweck verfolgen denn diese Überwachungsmaßnahmen? Ja, man kann sich vielleicht schon denken, das geht natürlich in allererster Linie um Gefahrenabwehr und da allen voran natürlich der Kampf gegen Terrorismus. Hier im konkreten Verfahren, über das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, ging es um einen Unterfall, nämlich die Verhinderung von Cybergefahren, also Angriffen oder der Sabotage eben im Internet. Und die Befugnisse dafür sind in § 5 des Artikel 10 Gesetzes geregelt. Vielleicht ein kurzer Exkurs zu diesem Artikel 10 Gesetz. Das regelt nicht nur die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes, sondern auch die der anderen Nachrichtendienste in Deutschland. Wir erinnern uns, da sind neben dem BND auch die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern und der militärische Abschirmdienst. Darin geht es allerdings nur um solche Maßnahmen, und das kann man sich vielleicht bei dem Namen des Gesetzes schon denken, die in Artikel 10 des Grundgesetzes eingreifen, also in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Zuständig in Karlsruhe war hier der erste Senat. Wie haben die Richter entschieden? Ja, die Richter in Karlsruhe haben in ihrer Entscheidung zunächst einmal das überragende öffentliche Interesse an der Aufklärung und Verhinderung von Cyberangriffen hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass es dadurch eben zu einer regelrechten Destabilisierung des Gemeinwesens führen könnte, also vor allem wenn sich Cyberangriffe gegen kritische Infrastruktur richten.
Laut Karlsruhe sei die Anzahl dieser Cyberangriffe sehr hoch und es ist in Zukunft auch davon auszugehen, dass sie weiter zunehmen. Und dies vorangestellt fällt die Kritik der Verfassungsrichter an den Überwachungsmöglichkeiten des BND insgesamt auch eher moderat aus. Die Richter haben nämlich entschieden, dass die Überwachung grundsätzlich zulässig sei. An einigen Stellen, insgesamt an 4 Stellen, hat der Gesetzgeber aber etwas schludrig, könnte man sagen, gearbeitet, war nicht präzise genug und muss deswegen jetzt nochmal nachbessern. Und das betrifft allen voran die Kontrolle der Überwachungsmaßnahmen. Denn es ist ja so, dass die Überwachungsmaßnahmen heimlich sind. Das heißt, die Person, die von der Überwachungsmaßnahme betroffen ist, realisiert in dem Moment gar nicht, dass sie Ziel einer Überwachungsmaßnahme ist. Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass sie keine Möglichkeiten hat, sich dagegen zu wehren, die Maßnahme von einem Gericht überprüfen zu lassen. Und aufgrund dieser Tatsache sieht das G10-Gesetz eben die Möglichkeit voraus, um eben rechtsstaatlichen Ansprüchen gerecht zu werden, dass die Tätigkeit des BND kontrolliert wird. Und diese Kontrollmöglichkeit gibt es auch schon. Das ist die sogenannte G10-Kommission, von der der ein oder andere vielleicht schon gehört hat. Diese sogenannte G10-Kommission setzt sich aus 5 Personen zusammen. Die werden vom Bundestag gewählt. Bislang war es allerdings so, dass da vor allem ehemalige Politiker sitzen, die das Amt auch nur ehrenamtlich bekleiden. Und jetzt hat das Verfassungsgericht eben klargestellt, dass das nicht ausreicht. Also die Richter wollen, dass die G10-Kommission mit Personen besetzt wird, die das nicht nur ehrenamtlich, sondern hauptberuflich machen. Und sie setzen auch voraus, dass die Mitglieder der Kommission vereinzelt über richterlichen Sachverstand verfügen, damit die Kommission insgesamt eine gerichtsähnliche Kontrolle darstellen kann. Rechtskontrolle im Zweifel lieber durch Juristen, das ist ja auch eine ganz interessante Einschätzung, quasi auch in eigener Sache, vielleicht auch ein bisschen im Rückschluss von dem, was man sich selber als Kompetenz zuschreibt beim Bundesverfassungsgericht. Aber ich würde jetzt spontan sagen, sachlich auch nicht unbedingt fernliegend, dass bei diesem Thema früher eben vor allem diese ehemaligen Politiker tätig waren. Da dachte man sich, ja, Geheimdienste, das ist auch eine Sache von Erfahrungswissen. Da sind konkrete Abwägungen nötig und Politiker, die sich mit dieser Materie dann als aktive Abgeordnete schon befasst haben, denen kann man das dann auch gut anvertrauen. Aber je komplizierter die Fragen, Sie haben es angedeutet, sowohl im technischen als dann auch im rechtstechnischen werden, die dann in der komplexen modernen Welt für und durch Geheimdienstaufklärung entstehen, desto größer wird sicherlich auch der Bedarf an Recht und an so einem förmlichen Verständnis auch für das Funktionieren von Normen. Also mal gespannt, wie diese spezifische Forderung da aufgenommen wird. Aber mir scheint es spontan eigentlich erstmal durchaus plausibel in der Sache so etwas zu fordern. Was hat das Gericht denn sonst noch beanstandet? Das waren neben der Kontrollmöglichkeit noch 3 weitere Punkte, die ich vielleicht kurz zusammenfasse. Das ist nämlich einerseits, dass die Reaktion des BND, wenn aus Versehen rein inländische Kommunikation herausgefiltert wird, das soll nämlich eigentlich nicht passieren. Wir erinnern uns, der BND ist ja der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Die Ereignisse im Inland fallen in den Zuständigkeitsbereich der Behörden des Verfassungsschutzes. Und deswegen ist eben auch die Überwachung der reinen Inlandskommunikation für den BND tabu. Und da muss der Gesetzgeber nochmal nachschärfen und eben das Verfahren klar regeln, das eben eingeleitet wird, wenn es eben doch aus Versehen dazu kommen sollte, dass durch das System reine Inlandskommunikation beim BND landet. Das soll wohl in der Praxis eher sehr, sehr, sehr selten der Fall sein, aber trotzdem ist eben dieses Szenario gesetzlich nicht geregelt und da muss der Gesetzgeber nochmal ran. Dann als zweites hat Karlsruhe beanstandet, dass eben der Kernbereich, der unantastbare Kernbereich, man könnte auch sagen die Intimsphäre der privaten Lebensgestaltung, speziell von Ausländern nicht hinreichend geschützt ist. Denn das Gesetz regelt relativ klar und deutlich, dass bei Deutschen eben der BND nicht in diesen Kernbereich der privaten Lebensgestaltung eingreifen darf, indem zum Beispiel bestimmte Suchbegriffe eingegeben werden, die bei denen eigentlich klar ist, dass in diesem privaten Kernbereich eingegriffen wird. Das Gesetz sieht diese Beschränkung bei Ausländern derzeit nicht vor und das Verfassungsgericht hat aber gesagt, dass auch Ausländer sich auf eben diesen intimsten Bereich der Privatsphäre in Deutschland berufen können, dass also der Grundrechteschutz auch die Person umfasst,
die sich nicht in Deutschland befinden und sie demzufolge die Überwachung in diesem Bereich für den Staat tabu ist. Und insofern muss der Gesetzgeber auch hier nochmal nachschärfen. Zuletzt haben die Richter kritisiert, dass die Protokolle, die angefertigt werden, wenn es eben zu einer Überwachung gekommen ist, viel zu früh gelöscht wurden. Und bisher war es so, dass der BND diese Daten, diese Protokolle ein Jahr aufbewahren musste. Das ist aber relativ, also finde ich persönlich nachvollziehbarerweise zu kurz bemessen, wie die Verfassungsrichter festgestellt haben. Denn es ist ja gerade so, dass die meisten Personen erst Monate oder sogar Jahre später darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie überwacht wurden. Und wenn dann eben die Protokolle nicht mehr vorhanden sind, ist es eben auch nicht möglich, sich dagegen gerichtlich zu wehren, weil eben sämtliches Beweismaterial nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen muss der BND diese Daten künftig länger aufbewahren. Und der Gesetzgeber hat jetzt Zeit, sich zu überlegen, wie lange und wie er das konkret in Gesetzesform gießen möchte. Dafür hat das Verfassungsgericht nämlich eine recht großzügige Frist bis Ende 2026 gesetzt. Und ja, bis dahin muss der Gesetzgeber höchstwahrscheinlich unter einer neuen Mehrheit im Bundestage, also es ist ja ganz offensichtlich nicht mehr davon auszugehen, dass es noch in der laufenden Legislaturperiode dazu kommen wird, eben nochmal nachbessern. Obligatorische Frage zum Schluss. Warum haben Sie die Entscheidung als gerechtes Urteil ausgewählt? Ja, berechtigte Frage. Ich persönlich finde, dass das Bundesverfassungsgericht oder dass die Tatsache, dass sich die Richter in Karlsruhe jetzt eben nochmal ganz ausführlich mit dieser Inland-Ausland-Fernmeldeüberwachung befasst haben, schon für sich ein Gewinn für unseren Rechtsstaat ist. Denn wenn man sich die Rechtsprechung aus Karlsruhe mal anschaut, ist es schon sehr lange her, dass Karlsruhe das letzte Mal einen prüfenden Blick auf diese Regelung geworfen hat. Das war nämlich im Jahr 1999. Und gerade im Bereich von Cybergefahren ist es natürlich so, dass sich die Bedrohungslage aufgrund des technischen Fortschrittes einfach ganz rapide verändert hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die technischen Analysemöglichkeiten der Nachrichtendienste. Die haben sich spiegelbildlich natürlich auch weiterentwickelt. Und deswegen war es allerhöchste Zeit für ein verfassungsrechtliches Update aus Karlsruhe. Und ich finde die Entscheidung auch in der Sache ziemlich überzeugend. Das Gericht, wenn man sich die Entscheidung mal in Ruhe durchliest, hat wirklich ganz sauber und gründlich die beiden kollidierenden Interessenlagen, die ja so häufig beim Bundesverfassungsgericht gegeneinander abgewogen werden müssen, nämlich Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und Freiheitsaspekte auf der anderen Seite, wirklich lehrbuchartig gegeneinander abgewogen. Und wie ich finde und wie man vielleicht gerade auch schon an den Ausführungen gemerkt hat, wie ich finde, eben an den richtigen Stellen Einwände erhoben. Und damit ist natürlich die Entscheidung auch grundsätzlich für diejenigen unter unseren Zuhörern geeignet und besonders spannend, die sich in der juristischen Ausbildung befinden. Denn Artikel 10 des Grundgesetzes ist ja auch Prüfungsgegenstand in den Staatsexamen beziehungsweise in der auch in der Grundrechtsausbildung im Studium. Und wird da sicherlich etwas stiefmütterlich behandelt. Ich erinnere mich da an meine eigene Ausbildung zurück. Artikel 10 hat jetzt nicht wirklich den allerhöchsten Stellenwert in der Ausbildung genossen. Die Entscheidung gibt jetzt aber Prüfern die Möglichkeit, dieses eher stiefmütterlich behandelte Grundrecht nochmal präzise abzuprüfen. Und von daher sollte sich derjenige, diejenige, die vor allem kurz vorm Examen steht, diese Entscheidung sicherlich nochmal etwas genauer anschauen. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen und Themenideen für unseren Podcast hat, kann sie gerne an die Adresse redaktioneinspruch@faz.de schicken. Die Hörerfrage senden Sie bitte als Sprachnachricht. Auf Instagram finden Sie uns unter faz.einspruch, auf LinkedIn unter FAZ Pro Einspruch. Ja, und wer unser wöchentliches Einspruchbriefing noch nicht abonniert hat, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. Das ist auf der Website faz.net/Einspruch möglich. Das Briefing verschicken wir jede Woche Freitag um 13 Uhr per E-Mail. Unter frankfurterallgemeine.de/Referendariat finden angehende Referendare außerdem alle notwendigen Informationen zu einem Referendariat im Justiziariat der FAZ. Die Referendare können sich auch hier bei uns in der Einspruchredaktion einbringen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.